Seit einem Jahr haben wir nun die E-Scooter in Dortmund. Wie mein Fazit ist und ob ein eigener Scooter nicht mehr Sinn macht, das gibt's in diesem Video. Im Spätsommer letzten Jahres stand ich hier an der gleichen Stelle und habe den Cirque und den Lime E-Scooter miteinander verglichen. Cirque war der erste Anbieter, der hier in Dortmund auf der Straße war. Und die sind damals Mitte Juni in Berlin als erster gelauncht, mit ein paar Ausnahmen woanders in Deutschland abgesehen, und haben dort 15 Scooter auf die Straße gebracht. Damals haben die mich auch eingeladen zu dem Launch und ich bin dann gemeinsam mit anderen durch Berlin gescootet zum Brandenburger Tor. Es war ein tolles Erlebnis und die Cirque-Scooter waren wirklich toll. Mittlerweile gibt es die Cirque-Scooter nicht mehr. Kurz nach dem Launch der zweiten Generation wurden sie von Bird aufgekauft und sind komplett aus dem Stadtbild verschwunden. Das ist schade, denn gerade der Cirque-Scooter der zweiten Generation war mein absoluter Favorit. Die Scooter waren stabil, hatten gute Fahreigenschaften und der Umwelt zuliebe einen wechselbaren Akku, mussten also nicht mal jedes Mal zurück ins Lager und geladen werden, sondern konnten vor Ort vom Team ausgetauscht werden. Leider, wie gesagt, sind diese Scooter nicht mehr da und von daher ist der erste Anbieter auch schon wieder Vergangenheit. Den zweiten Anbieter, den wir hier in Dortmund bekommen haben, das war der US-amerikanische Anbieter Lime. Die haben uns die Scooter im letzten Spätherbst hier hingestellt und das ist immer noch der gleiche Scooter, den wir letztes Mal bekommen haben. Sprich, keine zweite Generation. Die Dinger sind mittlerweile auch sehr abgerockt und auf der anderen Seite sind das die Scooter, die, glaube ich, in der Masse am meisten in Dortmund vertreten sind. Die findet man wirklich an jeder Ecke. Es sind keine tollen Scooter, es sind halt alte Scooter und man kann mit denen fahren. Aber ja, ein schönes Erlebnis, finde ich, ist das nicht. Mittlerweile habe ich auch bei ein paar Scootern auch Probleme mit der Bremse gehabt. Und ich vermute einfach mal, dass die nicht so intensiv gewartet werden, wie beispielsweise damals die Cirques oder auch die Tiers. Immer noch ein ordentlicher Scooter. Für das, was er tun soll, für kurze Wege, kann man den nehmen. Aber da gibt es weitaus bessere, die wir hier mittlerweile in Dortmund haben. Den dritten Scooter, den wir in Dortmund bekommen haben, das war der Scooter von Tier. Das hier ist ein Tier der zweiten Generation. Wir hatten uns ja auch schon die erste Generation angeguckt. Aber die zweite Generation ist sofort ein ganz anderer Level, ähnlich wie bei Cirque. Das Teil ist stabiler, fährt sich dadurch gefühlt auch besser. Ein bisschen Problem gibt es mittlerweile mit der Lenkung. Ich habe ein paar von den Tiers gehabt, wo die Lenkung nicht mehr so super funktioniert. Kann man bestimmt aber auch fixen. Das Gute ist, hier gibt es auch einen Wechselakku, sprich die Dinger werden nicht mehr eingesammelt ins Lager gebracht. Der Akku kann direkt gewechselt werden, auch wieder gut für die Umwelt. Mein persönliches Highlight ist aber auch das Ladepad. Hier kann ich während der Fahrt mein Telefon reinklemmen und es lädt und ich kann beispielsweise auch die Navigation benutzen, wenn ich es denn bräuchte. Der Tier ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten in Dortmund. Ich fahre den total gerne. Er ist aber nicht mein Hauptfavorit. Nachdem Bird Cirque gekauft hatte, waren die Cirque auf einmal von heute auf morgen weg von den Straßen Dortmunds. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis wir die Bird-Scooter bekommen. Und eigentlich hatten wir gedacht, wir bekommen auch die zweite Generation. Aber wir haben die erste Generation bekommen und das sind einfach langweilige Scooter mit alter Technologie. Ganz blöd finde ich, es hat noch niemals ein Display. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich fahre oder wie der Akkustand ist. Das kann ich nur an zwei LEDs vielleicht ablesen. Und die Bremsen waren bei den beiden Scootern, die ich in meinem Test hatte, leider alles andere als gut. Von daher fahre ich die Birds eigentlich gar nicht. Die letzten Scooter, die wir in Dortmund dazu bekommen haben, waren die Scooter von Spin. Und die machen richtig Spaß. Das sind auch niegelnagelneue Scooter gewesen, Segway 9 Bots. Und der hier hat hier ein paar Macken, der ist vielleicht mal hingefallen, aber im Prinzip sehen die fast immer niegelnagelneu aus, haben sogar oft noch eine Displayschutzfolie auf dem Display und fahren sich auch dementsprechend. Ziehen richtig gut an, Bremsen sind perfekt. Ist einfach echt ein schöner Scooter, mit dem Spaß macht zu fahren. Gleichzeitig haben die neues Preismodell eingeführt, die nehmen keine Freischaltungsgebühr, haben dafür einen erhöhten Minutenpreis. Mit dem Kalle von Trittbrett habe ich auch meinen eigenen E-Scooter, den ich einfach aus der Wohnung mitnehmen kann und losfahre. Gefühlt habe ich in dem Jahr in Dortmund aber vielleicht um die 10 Personen gesehen, die einen eigenen Scooter gefahren haben. Und ganz ehrlich, also wenn man wirklich zentral wohnt, macht ein eigener Scooter nicht so viel Sinn, außer man hat eine ganz klare Pendlerstrecke hin und zurück. Ansonsten muss man halt bedenken, man muss das Ding geladen haben, man muss gegebenenfalls auch ein Schloss dabei haben.
Und da fehlt so ein bisschen die Spontanität. Ja, nach einem Jahr E-Scooter in Dortmund kann ich sagen, ein eigener Scooter macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ich bin viel zu unflexibel, das heißt, ich muss planen, ich muss ein Schloss mitnehmen, ich muss sicher sein, dass ich wieder zurückfahren kann, Akkustand muss stimmen und dafür wohne ich zu zentral in Dortmund. Ich glaube aber, das ist bei jedem verschieden. Es kommt darauf an, wo man wohnt und wie die Dichte der Leihscooter ist. Also ich benutze viel lieber einen Leihscooter, gerade auch für den Hinweg. Wenn ich dann noch was trinke, kann ich zu Fuß oder mit dem Taxi dann später nach Hause fahren. Kommen wir zu den Leihscootern. Der erste Punkt ist das Pricing. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, fast alles gehabt von 15 Cent die Minute oder vielleicht noch ein paar Cent weniger sogar bis zu 30 Cent jetzt bei den Spin-Scootern mit 1 Euro Freischaltung oder auch ohne 1 Euro Freischaltung. Aber es gibt mittlerweile auch Minutenpakete und Fahrpakete und Tagespässe und. Da muss man einfach gucken, was passt für einen und vielleicht bestimmt das schon, welchen Scooter man nehmen will. Der für mich persönlich wichtigste Punkt ist eigentlich die Abdeckung, also das Gebiet, wo die Scooter überhaupt hinfahren dürfen. Das heißt, ich muss leider, weil die nämlich alle ein unterschiedliches Abdeckungsgebiet haben, immer mich durch die Apps klicken und gucken, fahren die überhaupt dahin, wo ich hin möchte. Das ist schon ein bisschen nervig und dann bin ich dadurch auch schon gezwungen, beispielsweise einen Lime zu nehmen, obwohl ich vielleicht lieber einen Spin fahren würde. Da können die Anbieter durchaus noch was tun und zumindest vielleicht auch das größere Innenstadtgebiet einfach komplett abdecken. Ein paar machen ja sogar Vororte wie Dorsfeld, die Uni, Phoenix West, der Phoenixsee ist dabei. Aber es bleibt echt ein Ärgernis, dass ich mich echt vorher informieren muss und nicht einfach den Scooter nehmen kann, der mir am liebsten ist. Kommen wir nun zum Service. Der Service ist auch ein bisschen durchwachsen, glaube ich. Ich habe auch nicht mit allen Probleme gehabt oder überhaupt Kontakt mit dem Service gehabt. Aber nehmen wir mal als Beispiel die Birds, die ich im Test hatte. Da waren die Bremsen ja so schlecht und ich habe die mit einem Stern markiert, Bremsen angegeben und dann waren die ja sogar blockiert, dass man nicht mehr fahren darf. Da hat nie einmal einer nachgefragt und ich habe auch keine Erstattung dafür bekommen. Das kenne ich von Tier und Zirk zum Beispiel anders. Ähnlich war es bei Lime. Auch da hatte ich letztens einen, wo die Bremsen nicht so toll waren. Auch das habe ich angegeben. Da kam auch nie eine Nachfrage. Auf der anderen Seite, Spin hat mir auch im Support gut gefallen. Ich hatte einmal ein Problem. Da habe ich die Telefonnummer angerufen, die auf dem Scooter stand. Und die haben das halt sofort gelöst. Fand ich sehr gut. Ich glaube generell, Service Hit or Miss kommt auch darauf an, welche Scooter man nimmt und worum es geht. Also ein bisschen mehr Kulanz würde ich mir auch aktiv von den Dienstleistern bieten, wenn man halt was reportet. Zu guter Letzt natürlich die E-Scooter selber, die Hardware. Da ist mein ganz klarer Favorit der Spin. Fairerweise, das sind ja auch die neuesten Scooter, da ist noch nicht so viel dran, aber die machen richtig Spaß. Die haben einen guten Zug, da fahre ich echt sehr, sehr gerne mit. Danach kommt halt der Tier, eben die zweite Generation, da wäre auch der Cirque und wahrscheinlich auch der Bird der zweiten Generation. Die sind sehr massiv gebaut, darauf fährt man sehr gut, macht auch sehr viel Spaß. Die Limes und die aktuellen Birds, die wir haben, sind halt leider echt alte Technologie und mittlerweile auch echt abgerockt, dass da oft halt Probleme mit den Bremsen sind. Die Lenkung ist nicht mehr so toll und generell der Zustand. Am Ende des Tages ist es natürlich schwierig, eine ganz klare Empfehlung auszusprechen. Das hängt schon daran, wie ich gerade gesagt habe, durch die Abdeckungsgebiete. Man muss halt wirklich gucken, was passt gerade für den Einzelfall. Ich finde es auf jeden Fall eine total geile, flexible Lösung, um von A nach B zu kommen, um Zeit zu gewinnen. Mittlerweile, finde ich, hat es sich im Stadtbild auch ganz gut gemacht, dass die Scooter akzeptiert wurden, vernünftig abgestellt werden und eher seltener umgeschmissen sind. Das ist aber nur gefühlt mein Eindruck, da kann ich mich auch täuschen. Ich finde jedenfalls, da hat sich was getan und ich freue mich, wenn wir in Dortmund weiter hier die E-Scooter nutzen können.